Ja, liebe Märchenfreunde, heute habe ich eine altbekannte Märchenerzählerin hier, die uns schon die ganzen Jahre begleitet hat. Dagmar, heute haben wir ja unser 10. Jubiläum. Was hast du dir denn überlegt? Welches Märchen würdest du uns gern vorstellen? Also ich möchte mal sagen, dass ich was auf Plattdütsch vertelle. Und dort habe ich mir überlegt, dass ich wohl die Geschichte von den Horse und von den Igel vertellen will. Oh toll, Plattdütsch ist ja nun gar nicht so meine Mode, aber ich bewundere das an allen. Dann wünsche ich dir viel Spaß und uns auch. Ja, denn war ich hem. Denn hört nun die Geschichte von den Horse und von den Igel. An einem schönen Herbstmorgen ging die Horse ob das Feld spazieren. Und da drob he den Igel. Wat mögst du mit den krummen Beinen hier morgens all ob den Acker, frücht die Horse. Och, ich will ein Betten lopen, sagt die Igel. Du? Du kannst doch nicht lopen mit den krummen Beinen. Aber ich kann lopen, as die Wind. Och, nun nimm mal dat Mul nicht so voll, sagt die Igel to den Horse. Ha, wie können ihr beid um die Wett lopen? Antwortet er. Ja, dat können wir wohl morgen. Will wat soll denn die Gewinner kriegen? Ah, oh, seh die Horse, wie wir dat denn mit ne Buddel Brandwein? Und noch ein Dollar der Tau. Es utmockt, sagt der Igel, wir droppen uns an der Woche hier wieder an das Feld. Und so ging hin ne Hus. Und he vertellt der Igelin, wat he mit den Horse utmockt hat. Bist du denn des Düvels, sagt sie. Du kannst doch nicht so fix lopen als der Horse. Wat hast du dir denn noch bedacht? Ah, oh, wenn ein so Plietsch ist as ich, denn fällt em gewiss wat in. Und hier setzt sich mit sin Fru an Tisch und vertellt sin Plan. Du trägst dir genau die selben Socken an as ich, setzt die ob die Furch und ich geh an dat andere End von dat Feld. Und wenn die Horstin kümmt, denn waren wie em Rinnläng, dat wie die Buddel Brandwein und uck den Dollar kriegen. Und immer, wenn die Horse wie die ankümmt, denn stellst du die Hen und sagst, ich bin Aldor. Nun käm die Anna Sünder ran. Die Igel und sin Igelin, die gorn ob dat Feld und se setzt sich ob de Ehen sieht in die Furch. Und hey, ging ob die Anna sieht und setzt sich da in die Furch. Nu käm die Horse da anstolziert. Na, hast all proft? Fröch he den Igel. Ja, so'n Betten, sagt die. Hast du denn ob die Buddel Brandwein mitbrächt? Und den Dollar? Klar hef ich dat, antwortet die Horse. Na gut. Nu gaddat los. Und Heidi, die Horse löbt los. Die Igel, die mögt drei Schritten, duckt sich in den Furt und die Horse rennt bett an dat aner End von Feld. As he do ankäm, steigt die Igelin ob und sagt, ich bin all hier. Die Horse glöft sie in Augen nicht. Das kann doch nicht mit rechte Dingen togorn, denkt he. Das gilt nicht, wie mocken dat noch mal. Ja gut, sagt die Igelin. Und Heidi, wer löppt die Horse los? Die Igelin, die löppt Drehschritt, duckt sich in ne Furch. Und die Horse, die rönt bett an aner End von Feld. Und as sie do ankäm, du kickt der Igel und die Furch und sagt, ich bin all hier.
Der Horst, die mögt ganz ungläubige Augen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das gilt nicht, noch ich's. Und Heidi, wieder rönt die, Horst die Furcht lang. Und wieder steigt die Igelin ob und sagt, ich bin all hier. Und so geht das immer to und immer to und immer to, bett die Horst mit Eis in die Furcht zusammenbrickt. He wir total kaputt. Ha, nu röbt die Igel seine Igelin und die käme munter anspaziert. He nehm die Buddel Brandwein und den Dollar und dun küng sie beid no Hus und hem sich noch einen schönen Sündach mockt.